Zeit und heute mit einer kleinen Folge, ja, mehr oder weniger Reparatur kombiniert mit Adlerweb erzählt vom Großrechner. Mal ein bisschen Geschichtsstunde über alte Hardware, die hier noch rumsteht, die ich tatsächlich noch benutze, nämlich das Thema Netbooks. Ja, stellt euch einfach mal vor, wir haben irgendwie so die 00er Jahre. Ihr wollt mobil irgendwie arbeiten, aber so ein Laptop, der fängt bei 13 Zoll an, ist ein bisschen groß und ja, Tablets oder sowas gibt es noch nicht wirklich. Es gab schon so ein bisschen Smartphone-Gedönse, aber zum Arbeiten sind die halt auch nicht so wirklich geeignet gewesen. Und da kamen dann die sogenannten Netbooks ins Spiel. Ja, das hier, das ist so ein Netbook. Und was wir hier haben, das ist im Prinzip nur ein kleiner Laptop mit aber deutlich abgespeckter Hardware. Ich glaube, der hier, der macht maximal 1,6 GHz und hat irgendwie 2 oder 4 GB RAM. Aber für so ein bisschen Texteditor, ein bisschen Internet surfen, reicht das halt. Und man sieht ja, das Ding ist durchaus mobil. Den hier hatte ich damals mit einem größeren Akku ausgestattet. Das hilft natürlich da auch. Und ja, so kann man das Ding dann schön durch die Gegend tragen und hat mobil da Internetzugang. Der hier, der funktioniert noch. Ich habe aber noch einen zweiten, der das leider nicht mehr tut. Das ist nämlich dieses wunderschöne Sony Vaio. Ja, das Ding hier, das ist tatsächlich lange ein Begleiter von mir gewesen. Hatte nämlich einen sehr praktischen Formfaktor, wie wir sehen können. Denn sieht seltsam aus, ist sehr breit und sehr lang. Aber die Breite hier, die passt bei Arbeitshosen tatsächlich in eine Hosentasche rein. Es ist also so mehr oder weniger übertriebenes Smartphone mit einem x86-Prozessor. Ja, das Ding hier habe ich tatsächlich lange benutzt als Octoprint-Server, also einen Webserver für meinen 3D-Drucker. Nur dummerweise, letztens war Stromausfall, jetzt geht das Ding nicht mehr an. Na gut, müssen wir wohl mal nachgucken. Aber prinzipiell, gerade solche kleinen Dinge, wo man nicht viel Leistung braucht, da sind die hier durchaus noch gut. Ich meine, die Hardware ist noch da. Die Dinger ziehen auch nicht wirklich mehr Strom als so ein Single-Board-Computer. Und die Dinger hier, diese Netbooks, zumindest mal bei mir, halten sie deutlich länger als die meisten von diesen SPCs. Plus, man hat zumindest x86, das heißt also, im Gegensatz zu den SPCs, die häufig ja einen ARM-Prozessor haben, hat man da weniger Probleme mit der entsprechenden CPU-Architektur und der Software dafür. Gut, ich würde sagen, wir gehen beide mal durch, was sie denn so liefern und haben. Und danach gucken, ob wir den hier repariert bekommen. Der hier erstmal, hier hinten der Akku, der ist entnehmbar normalerweise, wenn man nicht festgegaffert hat. Der ist normalerweise genauso dick wie das Laptop hier oder das Netbook, deswegen, das hier ist extra ein größerer. Normalerweise ist das Ding flach, aber hier so kann ich es halt schön, wie gesagt, tragen. Das ist ganz praktisch. Ansonsten, was wir an der Seite haben, ist ein Kensington Lock, ein SD-Kartenleser, zweimal USB 2, Kopfhöreranschluss und Mikrofonanschluss. Vorne haben wir einen Schalter, damit können wir einmal WLAN an- ausschalten und LTE an- und ausschalten. Jupp, das Ding hier hat, wobei, strike that, es ist wahrscheinlich nicht LTE, es ist wahrscheinlich nur 3G. Zu der Zeit gab es, glaube ich, noch kein LTE, aber Mobilfunkmodem ist auf jeden Fall drin. Auf der anderen Seite nochmal ein SD-Kartenleser, ja, das Ding hat zwei. Ich glaube, der hier war per USB angebunden, der andere per PCI Express. Noch eine USB-Buchse, macht insgesamt 3 USB-Buchsen, mehr als viele Full-Size-Laptops heute haben. Einen Ethernet-Anschluss, was heute auch eher selten zu finden ist bei Laptops. VGA für einen externen Monitor oder einen Beamer. Und der Stromanschluss. Im Inneren neben sehr viel Staub. Das Ding hier war auch im Einsatz oder ist im Einsatz für eine Maschinensteuerung. Haben wir den Bildschirm. Ich müsste gucken, ich blende die Auflösung mal unten ein. Ich glaube 13 irgendwas mal 700 irgendwas, also knapp unter 720p, über, irgendwas in die Richtung, eine Tastatur und ein Touchpad. Und das, wie gesagt, funktioniert noch einwandfrei. Ich kann ihn hier wunderschön einschalten und dann müsste der auch zum Leben erwecken. Jo. Wir haben hier im Prinzip einen normalen x86-Prozessor drin, damit kann man schon mal arbeiten. Zu den Specs. Das Ding hier basiert auf einem Intel Atom N270, 1,6 GHz. Und RAM steht nicht dabei, aber doch hier, Total Memory 1,5 GB an RAM. Wow. Na gut.
Einziger Nachteil hier von dem hier, oder zwei Nachteile, die CPU ist halt das Hauptproblem. Die kann nämlich zum einen, soweit ich weiß, kein 64-Bit. Das heißt also, bei vielen Distributionen ist da heutzutage Schluss. Und was auch für mich immer relevant war, das Ding hier hat keine Virtualisierung, soweit ich mich entsinne. Das heißt also, VMs drauf ausführen ist halt auch nicht. Ja, weiß ich, 1,5 GB will man es auch nicht, aber wenn man unterwegs ist, kann es schon mal ganz praktisch sein. Der Sony Vaio, der sieht ein bisschen anders aus. Der ist nicht ganz so gut ausgestattet. Wir haben hier den Power-Input mit seltsamen 10,5 Volt. Okay. Ein USB 2, ein Kopfhöreranschluss, der muss ja sein, außer bei Apple. Vorne ein SD-Kartenleser und einen, was ist das nochmal? Magic Gate, die Sony-Speicherkarten, die niemand benutzt hat. Wir haben einen Hardware-Schalter, um WLAN an- und auszuschalten. Ein Power-Schalter, LEDs für Batterie und Festplatte. Auf der anderen Seite haben wir nicht viel, noch ein USB und dieses Ding hier. Das ist ein Docking-Anschluss, da kommt VGA und Ethernet raus, braucht man aber einen Dongle für. Ansonsten war es das dann soweit. Es gibt auch hier einen SIM-Karten-Slot für entsprechend, ist eine drin? Nein, für entsprechend Mobilfunk. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich hier ein Mobilfunkmodem drin hatte. Und normalerweise sitzt hier der Akku, auch der wechselbar, wie man sehen kann. Der war mal kaputt, deswegen ist der nicht mehr drin. Wenn wir aufklappen, sieht das Ding hier so aus und dem Formfaktor entsprechend haben wir einen recht breiten Bildschirm. Ich blende euch die Auflösung wieder unten ein. Nicht die schönste Auflösung, aber hat funktioniert. Eine Webcam mit drin, der andere hat auch eine Webcam. Und dann hier unten diese wunderschöne Tastatur hier, wie wir sehen können, ohne Touchpad, sondern stattdessen hat man hier den Nippel in der Mitte, der, ja, das was bei IBM oder heute Lenovo dann Trackpoint heißen würde. Einfach so ein Zeigegerät. War ganz gut zu bedienen, also hat funktioniert. Man hat hier unten sogar noch zwei Tasten für irgendwelche Sonderfunktionen. Ich glaube, das war zum Scrollen und irgendwie Bildschirme wechseln oder sowas über hier den Trackpoint. Hat auf jeden Fall ganz gut funktioniert. Was man eventuell auch noch sehen kann, man kann sogar hier einen Numpad-Modus einschalten. Auch manchmal ganz praktisch, wenn man größere Zahlenmengen da macht. So, das Ding hier hat aber wie gesagt jetzt ein paar Probleme. Das erste Problem haben wir ja schon gesehen, der Akku ist entsprechend kaputt, macht nichts, läuft auch ohne. Das zweite, das ist, weswegen ich den damals aus meiner Hosentasche ausgemustert habe. Das Ding hier hat hier, eventuell kann man es auf der Kamera erkennen, einen Riss im Display. Das heißt, das Display zeigt nicht mehr wirklich alles an. Und leider, diese Displays waren damals sehr teuer, sonst hätte ich den tatsächlich nochmal repariert. Das war wirklich eine coole Sache, sowas in der Tasche zu haben. Insbesondere, ihr müsst halt bedenken, wie gesagt, das war so 3G-Zeiten. Also da war noch nichts mit überall unterwegs Internet und mal schnell irgendwie remote irgendwo draufgehen. Was aber das eigentliche Problem ist, der lässt sich irgendwie nicht mehr einschalten. Denn wenn ich hier den Einschalter betätige und das Netzteil dran habe, dann legt er zwar los, ich sehe den Bildschirm auch flackern, aber danach geht er einfach aus. Und das ist nicht gut, denn damit kann ich nicht meinen Drucker steuern. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz zum Netzteil. Wie gesagt, normal steuere ich damit meinen Drucker. Das heißt, das Netzteil ist da auch irgendwie so ein bisschen verwurstelt. Dann gucken wir mal, wie das Fehlerbild ist. Und danach ja, mal ausprobieren, ob wir irgendwas finden, mit dem wir den hier wieder zum Leben erwecken können. Okay, versuchen wir uns mal. Netzteil habe ich hier. Wir sehen, das leuchtet auch grün, also da kommt Saft raus. Und ich gehe auch davon aus, dass die Spannung stimmt, denn das Licht, was ihr gerade seht, das hängt hier mit dran. Das hier einmal einstecken. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir das hier hinbekommen, sodass man was sieht. Ich schalte jetzt an und jetzt achtet auch mal ein bisschen auf den Ton. Ja, ich denke, man hat es mitbekommen. Bildschirm flackert einmal kurz und dann ist Schluss, dann geht er aus und auch die Power-LED geht dann wieder aus. Das heißt, da ist irgendetwas schief gelaufen. Könnte jetzt sein, dass der Bildschirm kaputt ist oder man hört es ja klackern, dass die Festplatte einen weg hat. Na gut, Netzteil, mal gucken, ob da was ist, aber das Licht flackert halt nicht. Von daher, ups, glaube ich da noch nicht dran und auch wenn wir hier gucken, achten wir mal ein bisschen da unten drauf. Da
Da ist also nichts, was an der LED flackert. Von daher glaube ich nicht, dass es am Netzteil hängt. Ach, und wer es nicht entdeckt hat, das Ding hier wurde tatsächlich mit Windows Vista ausgeliefert. Dem tollsten Windows aller Zeiten, laut einigen Leuten, die anscheinend noch nie mit ME gearbeitet haben. Als ich das bekommen hatte, muss ich allerdings sagen, dass da tatsächlich schon eine Update-CD auf Windows 7 dabei war. Das heißt also, es war genügend Dampf wohl da, um das irgendwie zu betreiben. Ich habe es nie wirklich mit Windows benutzt, weil hey, es gibt auch vernünftige Betriebssysteme. Aber ja, wie gesagt, ich würde es mit meiner Netzteil gleich testen, aber wir brauchen ohnehin hier irgendwas wahrscheinlich an Hardware. Von daher schrauben wir es erstmal auf, gucken mal, wie es im Inneren aussieht. Ich hoffe, hier unter den Dingern ist eine Schraube. Da ist keine Schraube. Okay. Ist hier vorne eine Schraube? Da ist auch keine Schraube. Jetzt wird's spannend. Ich meine, hier sind zwei Schrauben, aber ich hätte erwartet, da ist noch ein bisschen mehr. Na gut. Versuchen wir das mal hier so. Ansonsten muss ich gleich mal schauen, ob es irgendwie Anleitungen gibt. Zu der Zeit, als die hier hergestellt wurden, gab es teilweise noch vernünftige Service-Manuals. Insbesondere bei hier sowas wie dem Modell hier. Ihr seht ja, das hat irgendwie so Klavierlackgedönse dabei. Das richtete sich teilweise auch an professionelle Nutzer und da ist das dann schon eher ein Thema gewesen. Well, zu früh gefreut. Die einzige Quelle, die ich finden konnte, ist ein russisches Forum und ja, das war ein One-Click-Hoster, wo ich keine Links mehr finde. Der ist irgendwann mal vom russischen Staat hochgenommen worden. Hoffen wir mal, dass das geklippt ist, weil es sieht so aus und versuchen das einfach rauszuhebeln. Denn sonst sehe ich hier definitiv nichts, was irgendwie das hier zusammenhalten könnte. Ich meine, hier sind ein paar Laschen, das sieht halt nach Clip aus. Augen zu und durch, I guess. Oh, sind das Schrauben? Ja, da sind Schrauben drunter. Okay. Ich habe es erfolgreich zum Reißen gebracht. Ich glaube, so sollte das nicht sein. Okay, das ist, bricht an allen Ecken und Enden. Das wäre wahrscheinlich etwas gewesen für irgendwie eine Hartplastikkarte oder sowas, um entsprechend da ein bisschen größeren Bereich zu haben, in dem man hebelt. Aber da sind wir. Zumindest so fast. Denn hier ist alles nur nicht das, wo ich hin muss. Wie geht's denn hier weiter? Da haben wir noch was. Tastatur müsste doch eigentlich lose sein. Ich sehe jedenfalls nichts mehr, was die drin halten dürfte. Okay, nach unten und dann kann man die heben. Kabel hier. So, was können wir denn inzwischen hier sehen? Wir sehen hier einen Schalter, das ist der Wi-Fi On-Off. Das hier wird die Festplatte sein. Hier sehen wir jede Menge Antennenkabel. Das ist dann wahrscheinlich LTE und WLAN. Ich sehe das Ding hier, was auch immer das ist. Aber gut, ich sehe auch jede Menge Schrauben, bei denen ein Pfeil drauf ist. Dann würde ich sagen, wir folgen einfach mal den Pfeilen. Die Schrauben sehen auch unterschiedlich lang aus, also gut sortieren, dass man später wieder weiß, was wo war. Ich sehe prinzipiell nichts mehr, aber ich bin mir recht sicher, dass der Monitor auch noch raus muss, so wie das hier aussieht. Die Sache ist, bisher bin ich immer noch nicht viel weiter, weil ich würde gerne die Festplatte und den Monitor einmal abklemmen. Ah, hier löst sich was. Da sind sie schon mit Pfeilen und ich übersehe trotzdem die Hälfte. So, das sieht doch gut aus. Hier haben wir die wunderbare Mini-Festplatte.
Die hat noch nicht mal einen vernünftigen Anschluss. Schade. Ich dachte, das wäre irgendwie zumindest ein SATA oder so. Aber man sieht schon, die ist sehr klein. Ich glaube, 4000 Umdrehungen oder sowas. Das ist also schon spannend. Das hier auch mit diesen Lüftungsschlitzen, die sie hier sich gebaut haben. Ja, das war damals halt doch etwas komplizierter, das auf die Größe hier zu bekommen. Na gut. Ich würde sagen, den Monitor hier operieren wir noch raus. Das müsste der Stecker hier sein. Der sieht mir nach LVDS aus. Das ist so dieser Standard für Monitoranbindungen. Okay, das ist so ein Stecker. So, Monitor ist ab. Festplatte ist ab. Dann würde ich sagen, ich gehe nochmal zum 3D-Drucker. Mal gucken, ob er jetzt anbleibt. Wenn ja, weiß ich, dass eins von den beiden Teilen der Ursache ist. Am coolsten wäre natürlich Monitor. Ich meine, der hat eh schon die besten Zeiten hinter sich. Ich hatte mich jetzt so weit beholfen, dass wenn der gebootet ist, ich einfach einen T-Max oder so aufgemacht habe und nur die rechte Seite vom Bildschirm benutzt habe. Das ging dann noch. Aber wenn es nicht geht, hey, wie gesagt, es gibt ja hier diesen Dock mit VGA. Das ging im Notfall auch und sind wir mal ehrlich, die meiste Zeit läuft das Ding eh headless. Na gut, mal gucken. Okay, schauen wir mal. Strom an. Power an. Ich höre die Festplatte. Aber er bleibt an. Er bleibt an, okay. Das heißt, es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Bildschirm. Das ist jetzt interessant, denn ich habe ja definitiv hier was ausgezogen, was in Richtung Platte geht. Aber dann wird wahrscheinlich der Stecker hier die Festplatte sein und das hier keine Ahnung, was ich da gezogen habe. Ja, im Prinzip können wir das dann wieder zusammenbauen, solange wir den Monitorstecker draußen lassen. Das kann natürlich sein, der ist ja schon lange gerissen, dass da jetzt irgendwas innen drin einen Kurzschluss macht und das verursacht. Am schönsten wäre es natürlich, wenn wir einfach hier diesen ganzen Monitorpart eliminieren könnten und nur das Ding rumstehen lassen können. Technisch ging es, aber hier sind halt 4 Antennen drin. Mindestens 2 davon brauche ich, wegen WLAN. Ich meine, ich könnte jetzt gucken, ob ich irgendwo noch WLAN-Antennen habe und original rausmachen oder irgendwas, aber ganz ehrlich, lassen wir lieber am Stück. Aber im Prinzip können wir das Ding jetzt wieder, wie gesagt, zusammenbauen. Ein Unterteil abnehmen hätte man gar nicht benötigt. Aber gut, wie gesagt, ich dachte, ich müsste die Festplatte auch ausstecken und die ist halt hier unten. Na gut, dann bauen wir den Kram mal wieder zusammen. Gucken, ob er dann immer noch läuft. Oder ob wir einen klassischen Fall haben von, hat aber funktioniert, als ich so getestet habe. Na gut, schrauben wieder alle rein, hoffentlich an der richtigen Stelle. Und dann gucken wir mal, ob dann auf einem externen Monitor in dem Fall wieder ein bisschen Bild rauspurzelt. Aber der Fakt, dass das Ding auf jeden Fall schon mal anbleibt, schon mal ein sehr gutes Omen. Eine Tastatur und hier sehen wir auch schön, wie hier hinten da dieser Track-Gedönse da drauf setzt, der Punkt da. Jetzt eventuell erstmal einstecken, weil das ist dummerweise alles nicht gut zugänglich, um es mal so freundlich zu sagen. Okay, also das muss hier drunter greifen. Das heißt, wir müssen hier drücken und dann nach oben. So, jetzt sieht er doch gut aus. Okay, ich denke hier, so passt das. Und mit ein bisschen Glück ist das Ding dann wieder funktionsfähig. Wie gesagt, Cover könnte man drauf machen, aber das ist jetzt an so vielen Stellen hier gerissen. Ich glaube, das bringt nicht mehr viel. Außerdem sieht sie so cooler aus, so ein kleiner Transformer. Und ich habe nicht das Problem, dass wir hier noch weiter runterdrücken, gerade hier, wo halt der Stecker drunter ist. Na gut, mal gucken, ob meine Idee hier funktioniert. So, wir brauchen aber noch einen Monitor. Glücklicherweise habe ich tatsächlich noch das Originalding hier. Sieht ein bisschen komisch aus, ne? Das hat damit zu tun, dass man das beim Originalnetzteil dran klippen konnte. Dann war das Netzteil irgendwie länger, aber man hatte immer seinen Dongle dabei. Gut, wir brauchen hier den Stecker. Den popeln wir mal rein und dann haben wir hier ja VGA.
Das sieht doch gut aus. Muss man nur noch tippen können und... Und ja, natürlich läuft hier eine Arsch drauf. Okay, zugegeben, die Auflösung passt jetzt nicht mehr so ganz mit hier dem 4:3 Monitor. Aber wenn wir das richtige Tastaturlayout zum Tippen benutzen, offensichtlich klappt das Ding wieder komplett hier. Und wir können hier offensichtlich auch mit WLAN arbeiten. Und ich gehe mal davon aus, Drucker ansteuern geht dann auch wieder. Ja, und da ist er nun, oberhalb vom 3D-Drucker am Baumeln. Ja, sicher nicht die professionellste Befestigungsmethode. Muss mal gucken, dass ich mir noch einen Wandhalter oder sowas dafür drucke. Aber anders geht jetzt nicht mit dem VGA-Kabel. Ansonsten, ja, die beiden USB-Anschlüsse gezielt genutzt. Einmal für den 3D-Drucker, einmal für eine Webcam, die das Ganze dann beobachtet. Und ja, der VGA aktuell an einem Monitor, der dann neben dem Schrank hier steht. Scheint auf jeden Fall zu funktionieren. So, da hängt er nun. Und auch wenn ich jetzt den ganzen Kabelwust, den ich hier auseinandergerobbt habe, mal wieder irgendwie in sinnvolle Bahnen lenken muss, ich würde sagen, das Ding ist erreichbar. Ich komme an meinen Octoprint dran und danach zu urteilen, dass der 3D-Drucker sich wieder bewegt, würde ich sagen, dass auch das Netbook das tut, was es soll.